Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Pflichtspiel in der zweiten Fußball-Bundesliga, unserem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue, Endstand 1:4. Und wir beginnen mit der Pressekonferenz mit unseren Gästen. Dirk Schuster, der Trainer, Peter Höhne als Pressesprecher beginnen. Anschließend, wie Sie das gewohnt sind, der fliegende Wechsel mit unserem Trainer Michael Schiele dann. Peter, bitteschön. Ja, vielen Dank, Markus. 4:1 Auswärtssieg, Dirk. Das Ganze beim SV Sandhausen, wenn du auf diese reichlich 90 oder 94 Minuten oder 93 Minuten schaust, wie fällt dein Blick aufs Spiel aus? Wie zufrieden bist du? Erstmal Glück auf und grüß Gott in die Runde. Ich denke, dass wir ein interessantes Spiel heute gesehen haben, wo die erste Halbzeit von beiden Seiten etwas wild war. Ich glaube, es waren einige Chancen zu verzeichnen. Ich denke, dass wir von der ersten Minute an, von der Spielanlage her, aber auch vom Anlaufen vorne, vom Pressen gut im Spiel waren, dass wir selber die Kontrolle ziemlich hatten und dass mit der ersten, zweiten brutal gefährlichen Situation Sandhausen mit dem Elfmeter in Führung geht. Danach haben wir ehrlich gesagt Glück gehabt, dass Rösele den Kopfball nicht setzt und das 2-0 vielleicht hinterherfällt, aber wir haben uns dann ins Spiel zurückgebissen, haben auch den Glauben an die Art und Weise, wie wir hier auftreten wollten, nicht verloren, machen den Ausgleich. Ja, und kriegen nochmal einen Elfmeter gegen uns, wo wir in Unterzahl waren, weil Sören Gonter draußen behandelt wurde und wir im Strafraum da auch ganz einfach naiv verteidigt haben. Ich denke, das war unnötig. Martin Helten, Gott sei Dank, ja, ohne einen blitzsauberen Konter gehen wir mit 2-1 in die Pause, wo wir dann auch nochmal uns vorgenommen hatten, diese langen Schläge auf Behrens besser zu verteidigen. Da ist uns der eine oder andere durchgerutscht, weil da gewisse Abstimmungsprobleme da waren. Standardsituationen waren in der ersten Halbzeit zweimal brutal problematisch für uns, wo Rösele zweimal zum Kopfball kommt. Und das mussten wir definitiv abstellen, aber gleichzeitig ja, den etwas abgezockten, abgerotzten Stil, nach vorne Fußball zu spielen, weiter beizubehalten. Und ich denke, dass wir das ganz gut hingebracht haben. Ich denke aber auch, dass das Ergebnis zu hoch ausfällt. Ich bin der Meinung, dass das 4:1 nicht dem entspricht, was alle gesehen haben hier. Ich glaube, dass Sandhausen auch enger dran war, hier punktemäßig was dazu behalten und dass sie uns alles abgefordert haben. Aber ich denke auch, dass wir aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir sehr wenig zugelassen haben, uns selber ja auch das eine oder andere Mal vorn eingeladen wurden und da kaltschnäuzig vor der Kiste waren, dieses Spiel nicht unverdient gewonnen haben. So ist es für uns natürlich nach dem Heimsieg gegen Darmstadt 98 und dem Auswärtssieg hier in Sandhausen ja, gute Woche gewesen und bringt uns allerdings nur weiter, wenn wir weiterhin diese Gier entwickeln, wie ich sie heute von der Mannschaft gefordert habe, nach einem guten Spiel, nach einem guten Resultat nachzulegen. Und das hat sie heute gemacht und genau dieselbe Forderung wird es in der kommenden Woche wieder sein, wenn wir ein Heimspiel gegen Regensburg bestreiten und ja, wir weitere Punkte holen wollen. Und da zeigt sich dann, wie wir mit dem Erfolg umgehen, wie wir ja, auch mit den positiven Punkte ausbeuten aus den letzten Spielen ja, das fortsetzen können und wie wir dann vor allen Dingen ja, genauso fleißig, akribisch und intensiv arbeiten über die Woche, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Denn wir haben gesehen, selbst wieder mit einem Mann weniger die letzten Minuten, die Mannschaft hat genügend Power im Tank, 90, 95, 100 Minuten laufen zu können, pressen zu können. Ja, und das stimmt mich sehr positiv für die kommenden Aufgaben. Ich denke, dass es sich gehört, meinem Kollegen bei seinem Amtsantritt ja, leider wehtun zu müssen, aber für die kommenden Aufgaben alles Gute zu wünschen. Hoffentlich sehr lange hier am Hartwald. Viel Erfolg und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und da sind wir bei den Fragen von den Kollegen der Presse. Da hat uns zugearbeitet Olaf Morgenstern für Morgenpost und Tag 24. Speziell geht es Dirk um Ben Zulinski. 2 der 4 Tore sind heute auf sein Konto gegangen. Wie hast du Ben gesehen? Ja, wir hatten die Woche mal einen kleinen Disput miteinander gehabt, wo ich gesagt habe, es wäre übrigens mal an der Zeit, wenn du jetzt mal einen reinhaust. Und auf dem Trainingsplatz habe ich gesagt, ja, es können auch 2 sein. Und es freut mich, dass er Wort gehalten hat. Er hat wie immer eine läuferisch starke Leistung gebracht und ist auch torgefährlich geworden, wie auch schon in den vergangenen Partien und hat sich heute, wie man so schön sagt, selber mal belohnt und seine 2 Tore taten uns natürlich gut. Dass er ein guter Stürmer ist, haben wir gewusst, deswegen haben wir ihn geholt. Jetzt hoffe ich, dass bei ihm auch toremäßig der Knoten geplatzt ist. Und es gab zum Schluss
Dirk, im Kreis, als du zur Mannschaft gesprochen hast, viel, viel Jubel, das wollten wir auch noch gerne auflösen. Was ist da rausgekommen? 2 freie Tage für die Mannschaft. Dann bedanken wir uns bei Dirk Schuster. Eine kleine Schnittpause in dieser virtuellen Pressekonferenz und dann geht's weiter mit den Kollegen von Sandhausen. Vielen Dank und unseren Gästen aus Aue einen guten Heimweg. Und wir machen direkt den fliegenden Wechsel. Dirk kommt runter und Michael geht hoch. Ja, wir machen weiter. Michael, dein Kommentar zum Spiel. Ja, hallo. Dirk und Aue, Glückwunsch dann zum Sieg, zu den 3 Punkten, die dann aufgrund der 90 Minuten, so wie er vielleicht auch gesagt hat, ist sehr hoch ausgefallen, aber schon auch verdient war, weil wir uns die Tore dann heute auch, ich denke, Anzahl 3, ich muss es aber nochmal anschauen, die wir auch selber eingeschenkt haben, wo wir uns gegenseitig gestört haben und nicht miteinander kommuniziert haben, sondern dass wir die dann richtig klären. Das erste Tor, das dritte und das vierte Tor. Ich muss sagen, so, wir waren gut, trotzdem einigermaßen nach ein paar Minuten im Spiel. Wir waren dann auch aggressiv, haben schon auch einiges umgesetzt, was wir haben wollen. Wir sind dann auch mit dem Elfmeter in Führung gegangen, mit dem 1-0. Wir hatten nochmal die große Chance dann auch, wo wir durchkommen, wo wir in Kontersituation reinkommen, dass wir ein zweites nachlegen, auch mit dem Elfmeter haben wir die Chance gehabt oder dann mit dem Kopf, weil ich glaube vom Nils war es, wo wir eine große Chance gehabt haben und ja, leider durch den Fehler, durch das nicht gute Abstimmungsverhältnis legen wir dem Gegner einen so 20 Meter vorm Tor auf, der spielt ihn dann nochmal über uns drüber und der schiebt ihn dann rein und ja, steht es dann auf einmal 1-1 und das zweite, das ist aus dem eigenen Standard heraus, wo dann kurz abgewehrt wird, wo wir in eine Kontersituation reinlaufen, wo wir mit viel Personal auch hinten sind. Ja, die Umschaltbewegung von uns war in Ordnung, aber wir haben nicht dann mannorientiert verteidigt, der Gegner läuft durch und dann köpfen sie das 2-1 ein. Und ja, wie es dann in der zweiten Halbzeit war, haben wir versucht, natürlich haben wir versucht ranzukommen wieder oder den Ausgleich dann auch zu machen und mit dem dritten und mit dem vierten Tor dann zwei weitere Fehler gemacht und das darf nicht passieren. Es sind in der Anzahl zu viele Fehler dann auch gewesen, entscheidende Fehler auch, wo wir dann ein Tor bekommen. Wir werden jetzt auch die Mannschaft trotzdem natürlich das krass analysieren oder gut analysieren und auch deutlich ansprechen auch und so wie dann auch jetzt gerade die Köpfe schon auch ein bisschen unten waren, muss man sagen, weil wir uns alles mehr vorgestellt haben und anders vorgestellt haben, auch waren doch auch positive Dinge drin und an den positiven Dingen werden wir uns dann hochziehen wieder, gut arbeiten und die lange Woche dann auch nutzen. Kommen wir zu den Nachfragen. Max Wendel, dpa Schwetzinger Zeitung, fragt, was bedeutet das Ergebnis für die Psyche? Ja, ist natürlich nicht fordernd, aber es ist so, wie ich es gerade gesagt habe, wir werden das dann auch geradeaus analysieren. Wir werden dann auch das dann abhaken nach der Analyse und dann werden wir nach vorne schauen und die Woche nutzen. Weitere Nachfrage, inwiefern warst du davon überrascht, wie sich die Mannschaft nach der Führung bzw. nach dem verschossenen Strafstoß präsentiert hat, vor allen Dingen dann auch in Hälfte 2? Ja, wie sie sich präsentiert hat, war die Frage. Präsentiert. Das ist dann, da kommt dann kommt vielleicht dann der Kopf dann auch zum Tragen, ja, dass dann auch die eine oder andere Unaufmerksamkeit da ist, das hat man dann in den defensiven Zweikämpfen gesehen. Trotzdem habe ich immer wieder auch gesehen, dass wir ins letzte Drittel reingekommen sind, dass wir im 16er auch nochmal an Querpassspielen gespielt haben, aber leider dann das, was dann Aue im 16er oder in ihrem eigenen Aufbautribbel gehabt hat, im Verteidigungsdrittel, das letzte Reinwerfen auch, das hat bei uns heute gefehlt. Und trotzdem, ja, das Positive auch, dass wir da immer wieder nach rangekommen sind. Aber klar müssen wir dann auch gefährlicher werden und auch die Box besetzt haben.
und dann noch besser zum Abschluss kommen. Gerd Merdin von der Sportwoche fragt auch, positive Ansätze hast du gerade genannt. Eine zweite Nachfrage ist, ist der Auftritt des Teams heute nur mit Verunsicherung zu erklären? Nein, mit Verunsicherung nicht. Also klar, wenn dann mal 2-1 hinter bist, habe ich auch gesagt, dass der ein oder andere Gedanke vielleicht kommt, aber ich habe jetzt in der ersten Halbzeit keine verunsicherte Mannschaft gesehen. Ich habe schon gesehen, dass da absoluter Wille und auch Glaube daran ist und wie dann auch, wie wir auch mal hinten rausgespielt haben, wie wir dann auch mal wieder auf die zweiten Bälle nachgegangen sind, wie wir dann auch in die Tiefe gespielt haben und ja, es waren ja auch zwei berechtigte Elfmeter und die kommen ja nicht von ungefähr. Die letzte beiden Nachfragen von Klaus Weber, Rhein-Neckar-Zeitung. Frage 1, waren die ersten beiden Gegentore haltbar? Also aus deiner Sicht. Also muss ich mir nochmal genauer anschauen, aber das Erste ist so, dass dann wir da vorne uns gegenseitig stören und dann ist, glaube ich, fast eine 1-gegen-1-Situation. Ich meine sogar, der war noch abgefälscht und geht dann durch die Beine durch. Also wahrscheinlich, wenn er nicht abgefälscht gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich gehalten, denke ich, weil es jetzt nicht so ein platzierter Schuss dann auch war. Und beim zweiten sind schon andere Sachen, dass wir den Freistoß nicht gut reinbringen, dass wir dann keine gute Restabsicherung haben, dass wir den in die Tiefe laufen lassen und die Flanke dann nicht richtig verhindern. Und in der Mitte habe ich auch gesagt, dass wir eigentlich Überzahl sind, aber dann kommt er zum Köpfen und es war dann schon eine Top-Flanke, ein Top-Kopfball und wie gesagt, muss man es nochmal anschauen, aber will ich mich jetzt auch nicht äußern. Letzte Nachfrage auch von Klaus Weber. Was sprach heute gegen die Nominierung von Erik Zenger? Ja, was sprach gegen, was sprach für? Das sind halt manchmal so Ansätze, was ein Trainer denkt dann auch. Ich weiß auch, dass ich, wo ich das, die Ausschnitte dann auch gesehen habe, dass Erik letzte Woche ein gutes Spiel gemacht hat. Ich habe mich, Nico war, glaube ich, letzte Woche dann auch auf Länderspielreise. Nico ist ein Spieler, wo dann auch den Ball dann auch oder mit dem Ball immer was machen kann. Hat man auch gesehen, dass er viele Bälle dann auch in der Rückwärtsbewegung noch geholt hat und einen Gegenspieler eingeholt hat. Linse hat die Erfahrung, aber hat jetzt nichts gegen Erik gesprochen, sondern einfach habe ich mich so entschieden dann auch und für die anderen entschieden. Es kann genauso an Taffi zum Beispiel sagen, der hat letzte Woche auch noch gespielt oder der ein oder andere auch noch und das ist jetzt, haben wir eine längere Woche, kann sich jeder beweisen und dann gucken wir mal, was nächste Woche dann ist. Alles klar. Michael, vielen Dank. Das war's heute von unserer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Erzgebirge Aue. Unsere nächste Aufgabe wartet nächste Woche Sonntag beim Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers auf uns. Bis dahin alles Gute, Dankeschön und bleiben Sie gesund. Tschüss.